Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute ist der 20. April 2018, schon abends, Sonne ist untergegangen, der Sabbat begonnen und ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, als den Sabbat zu beginnen mit einer Buchlesung und danach vielleicht noch ein wenig in der Bibel blättern. Morgen Abend, wenn mein Sabbat vorbei ist, aber in Amerika noch Sabbat ist, habe ich ja meine Bibelstunde mit Brett Norman und Tom Fress. Das ist dann immer 2-3 Stunden, dass wir uns der Bibelstudie widmen. Also da werde ich dann sowieso meine Bibelstudie haben. Wenn ich fit genug bin, lese ich heute Abend vielleicht auch noch ein bisschen. Aber jetzt dachte ich, fange ich an. Zur nächsten Lesung, das müsste inzwischen die 18. oder so sein, in dem Buch von Theodor Griesinger, über die Jesuiten und ihre Wirksamkeit verborgen und offen von ihrer Gründungszeit bis heute. Heute in diesem Fall 1866, die Zeit, in der Theodor Griesinger dieses Buch, den ersten Band zumindest, geschrieben hat. Und da fahren wir jetzt fort. Nachdem wir bereits letzten Male gelesen hatten, geht es jetzt um die Machtstellung der Jesuiten in Italien. Das Hauptthema, also das Hauptkapitel ist ja hier das zweite Buch immer noch, die Klugheit der Jesuiten und das Riesenmäßige ihres Wachstums. Und im zweiten Buch, das zweite Kapitel jetzt, die Machtstellung der Jesuiten in Europa, nachdem wir im vorigen Kapitel gelesen hatten, wie die Machtstellung der Jesuiten in oder ihre Missionen in Übersee waren. Asien, Afrika und Amerika. Und jetzt kehren wir nach Europa zurück und wir lesen die Machtstellung der Jesuiten in Italien. Der päpstliche Hof Pauls des Dritten, also Antichrist Pauls des Dritten, zu Rom gab der Gründung des Jesuitenordens, wie wir im ersten Buche schon gesehen haben, nur deswegen seine Zustimmung, weil Ignaz von Loyola versprach, dass sein und seiner Genossen ganzes Streben bloß dahin gehen solle, die Rechte seiner Heiligkeit zu verteidigen und das allerwärts gesunkene Ansehen Roms wiederherzustellen. Wodurch war das Ansehen Roms denn gesunken? Dadurch, dass den Leuten, die die Bibel gelesen haben, weil sie jetzt durch die Reformation die Bibel endlich in ihrer eigenen Sprache in die Finger bekommen haben, gelernt haben, dass der Papst der Antichrist ist. Ja, und das ist natürlich ein gesunkenes Ansehen, das Rom deswegen hatte, auf einmal exponiert zu werden als das Tier, das als die Frau, die das Biest reitet, aus Offenbarung 17. Jedem war deutlich, der die Bibel in seiner eigenen Sprache lesen konnte, dass die römisch-katholische Kirche die abgefallene Kirche ist, vor der der Herr in der Offenbarung ganz deutlich warnt. Dieses gesunkene Ansehen Roms muss wiederhergestellt werden. Warum? Wenn dieses Ansehen Roms nicht wiederhergestellt würde, dann würde der Papst nicht die Macht zurückhaben können, die er verloren hat durch die Reformation. Und wir wissen ja, dass die neue Weltordnung, wie sie genannt wird, nichts anderes als das Wiederherstellen der alten Weltordnung. Aber dieses Mal auf globaler Ebene, weil damals sprachen wir ja nur von der westlichen Welt, die der Papst beherrscht hat. Jetzt sprechen wir von der ganzen Welt, die der Papst beherrschen will. Genau so wie, da muss ich nochmal eben auf die Bibel zurückgehen, ja, schauen wir uns das ruhig nochmal eben an, in Matthäus 4, ich schlage das nochmal eben auf, mal eben hier das Bild verändern, dass wir wissen, dass ich nicht mit dem Lesen beschäftigt bin. Matthäus Kapitel 4, ja, wollen wir eben sehen, ich habe es hier noch aufgeschlagen, wo eben stand, dass Jesus vom Heiligen Geist vom Geist in die Wüste geführt wurde, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher, also der Teufel, trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel, aber essentiell geht es darum, dass hier der Teufel Jesus Christus versucht hat, ihm niederzufallen, ihn anzubeten und dadurch hat er ihm große Macht auf dieser Erde versprochen. Nur Jesus hat natürlich viel mehr Macht, als der Teufel ihm versprechen kann und wusste das auch und hat sich dann auf die Worte des
auf die Worte in der Bibel berufen und hat den Teufel damit abschmettern lassen. Aber es gibt einen Menschen oder eine menschliche Organisation, die auf das Angebot des Teufels eingegangen ist. Und das ist die römisch-katholische Kirche. Und die hat damals im dunklen Mittelalter die ganze mehr oder weniger bekannte Welt, die mehr oder weniger zivilisierte Welt, nennen wir es mal so, die aus dem Osten in den Westen gekommen ist, über Babylon, Medo-Persien, Griechenland bis nach Italien, Rom gekommen ist, diese westliche Welt beherrscht hat und diese Herrschaft durch die Reformation verloren hat. Und diese Herrschaft wiederherzustellen ist das Ziel der neuen Weltordnung zu etablieren und natürlich eben auch das Versprechen von Ignatius Loyola, wie wir hier gelesen haben. Nun, Ignaz von Loyola hielt Wort und deshalb erlangte auch seine Sozietät sowohl von Antichrist Paul III. Selbst als auch von seinen unmittelbaren Nachfolgern die größten Begünstigungen. Ganz ebenso dachten und handelten die meisten späteren Päpste. Und wie hätten sie auch anders denken und handeln können, da die Söhne Loyolas fast ein ganzes Jahrhundert lang dem Verbrechen ihres Stifters durchaus nachkamen oder wenigstens nachzukommen schienen? Oder wie? Wer verteidigte zum Beispiel selbst jene Anmaßungen und Missbräuche des Papsttums, welche sogar von gut katholischen Geschichtsschreibern als ausschweifend bezeichnet werden, mit größerem Eifer auf dem Tridentinischen Konzile als die Jesuiten Laynez, Salmeron und Cuvion? Wer bekämpfte dort die von aller Welt einstimmig verlangten kirchlichen Reformzumutungen, weil sie dem römischen Stuhle ein Gräuel waren, mit besserem Geschick als nur allein sie und abermals sie? Wer war es, der auf dem Kongresse zu Wir sind auf Seite 187, die gehe ich da mal hin. Poissy, Kongresse zu Poissy würde ich jetzt mal lesen, heißt das ungefähr. Wollen wir eben gucken, was das hier sagt. Poissy, wollen wir mal gucken. Wo sind wir hier? Powerful Influence of the Jesuits. Oh. Sind wir noch nicht weit genug hier? Das ist das Englische. Ja. In Europe. Ja, das ist das Vorwort dazu. Entschuldigung, muss halt mal eben versuchen, das hier zu finden. Jetzt, wo ist das? Hier, in Italien. Dann fängt das hier an. Poissy. Ja, habe ich ja richtig gelesen. Hier sehen wir es stehen. Poissy. Okay. Ups. Ui. Ist ja schön, dass ich das noch gefunden habe. Also, lesen wir jetzt den Satz dann eben nochmal. Wer war es, der auf dem Kongresse zu Poissy, so wie überhaupt an allen Orten, wo es galt, die unumschränkte päpstliche Allgewalt zu verteidigen und dieselbe sogar über die allgemeinen Konzilien selbst zu setzen. Wer war es, der mit gleicher Energie, mit gleicher Beredsamkeit und mit gleichem Glück kämpfte, wie die Mitglieder der Sozietät Jesu? Wenn es sich aber so verhielt, hätte man es nicht für eine grässliche Undankbarkeit erklären müssen, wenn die Päpste nicht alles, was sie konnten, zum Emporkommen des Ordens und zur Vermehrung seiner Kollegien, Seminarien, Residenzen, Noviziate und sonstigen Häuser getan haben würden? Ja, hätte man nicht die Päpste sogar tadeln müssen, wenn sie anders verfahren wären, indem sie sonst offenbar ihren eigenen Vorteil nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere. Ist ein altes Sprichwort und nicht minder alt und wahr ist die Regel, leben und leben lassen. Beides, das Sprichwort eine Hand wäscht die andere, wie die Regel leben und leben lassen, wurde von den Päpsten befolgt. Und so kam es denn, dass der Orden schon unter Antichrist Pius V., der anno 1572 starb, in Rom 5 Häuser oder
Establishments besaß. Doch freigiebiger erwies sich Antichrist Papst Gregor der 13., der Nachfolger des vorhin genannten, denn er schenkte ihnen 25 Tonnen Goldes, damit sie sich ein noch herrlicheres Kollegium, als sie schon besaßen, erbauen könnten. Und durch sein Beispiel wurde eine Menge von Großen und Reichen veranlasst, dem Orden ihre Gunst zuzuwenden. Es darf also hier kein Wunder sein, mehr oder weniger, dass aufgrund dessen es von dem Papst Gregor dem 13. Einen Ritterorden gibt. Ja? Knights of St. Gregory. Ja? Ritter des heiligen Gregorius, des 13. Das ist der Papst, der auch den gregorianischen Kalender eingeführt hat. Ein sehr, sehr großer Unterstützer des Jesuitenordens. 1582 hat er den gregorianischen Kalender eingeführt. Und seitdem feiern wir Neujahr am 1. Januar anstatt am 1. April, deswegen April Fools. Und damals wurden 11 Tage rausgestrichen aus dem Kalender. Vom 4. ging es auf einmal auf den 15. Oktober. Nur tagmäßig war es dann doch der nächste Tag. Da hat sich auch nichts verändert. Von daher ist auch zum Beispiel der normale 7. Tag der Woche, also die Woche ist nicht verändert in ihren Tagen, der 7. Tag ist trotzdem der 7. Tag geblieben. Jetzt wollte ich mal eben sehen, ich habe ja meine ich habe meine Bilder gar nicht vorbereitet hier für euch, dass wir das von der Lesung hier lesen können. Wo ist denn das hier? Muss ich mal eben die Bilder laden, das hatte ich in der Vorbereitung vergessen. Ich hatte vorhin noch ein Telefongespräch und das war so anstrengend, dass ich da nicht mehr dran gedacht hatte. Aber dann machen wir das, holen wir das jetzt eben nach. So, dann haben wir jetzt mal das Bild hier im Blick. Also, Papst Gregor der 13. oder Gregorius der 13. Da gibt es einen eigenen Ritterorden zu und der wird halt sehr hoch gehalten in der römisch-katholischen Kirche. Gut, kurz fährt der Autor zur Kurz, es kam in wenigen Jahrzehnten so weit, dass die Jesuiten in ihrer Provinz Rom, welche den Kirchenstaat nebst Toskana umfasste, ein Prozesshaus in Rom selbst, zwei Probehäuser oder Noviziate Rom und Florenz, sechs Residenzen sowie nicht weniger als 34 Kollegien nebst Seminarien besaßen, und in ziemlich gleichem Verhältnis standen die Besitzungen, welche sie im übrigen Italien erhielten. So zählte die Provinz Mailand zwei Prozesshäuser, nämlich in Mailand und Genua, drei Proviziate, Genua, Arona und Chiara, 16 Kollegien und 6 Residenzen, wo die Provinz Neapel, ein Prozesshaus in Neapel, zwei Noviziate in Neapel und Atri, eine Residenz und 26 Kollegien, so die Provinz Sizilien, zwei Prozesshäuser und zwei Noviziate, je zu Palermo und Messina, 10 Seminarien und 12 Kollegien, so endlich die Provinz Sardinien oder Savoyen, zwei Prozesshäuser, Safari und Tagliari, ein Noviziat in Tagliari, nebst 6 Kollegien. Und wer wird also nicht zugeben müssen, dass der Orden in Italien gar bald zu einer großen Macht gelangte? Die Herren Patres ließen sich's aber auch nicht verdrießen, all überall anzuklopfen, ob ihnen nicht aufgemacht würde, und wo es das erste Mal nicht ging, da kamen sie zum zweiten und dritten Male wieder. Genau wie heute die Zeugen Jehovas. Ne? In Sonderheit suchten sie auch auf die große Masse zu wirken, und es gelang ihnen bei dem damals noch sehr unwissenden und abergläubischen, zugleich aber auch überaus sinnlichen und leicht erregbaren Volk der Italiener, besonders der Unteritaliener, nur zu gut. Also mit Unteritaliener wird hier Italien im Süden gemeint. Nicht, dass es irgendwelche Unter- und Oberitaliener gibt, klassenmäßig, sondern hier wird gesprochen von den im Süden des Landes Italien lebenden Italienern. So brachten sie zum Beispiel die Einwohner von Gaeta in eine ungeheure Aufregung, als sie mit ganz nacktem Oberkörper von einigen Vermummten begleitet, die mit Dornen auf sie
hineinschlugen, wie verzweiflungsvoll durch die Straßen rannten und dabei mit kläglicher Stimme schrien: Tut Buße, tut Buße! Die Hölle ist für die Sünder und das Paradies für die Auserwählten! So bildeten sie in Neapel aus den alleruntersten Klassen des Pöbels ganze Kompanien von Geißlern und Geißlerinnen, an deren Spitze sie Stadt und Land durchzogen, und ich könnte dicke Bände vollschreiben von den Narrheiten und Unzüchtigkeiten, welche diese fanatischen Rotten, vor allem der weibliche Teil derselben, begingen. Ich begnüge mich jedoch hier mit der bloßen Andeutung, da ich im dritten Buche speziell auf dieses Thema zu sprechen kommen werde. Dagegen kann ich nicht umhin, ein paar Worte über die sogenannten Leichenmaskeraden, welche sie in Palermo und Messina aufführten, zu verlieren, denn sie ließen darin den Tod in Person auftreten und erfüllten dadurch das Volk mit solch großem Schauder und Schrecken, dass nicht wenige dem Wahnsinn nahe kamen. Man denke sich, um einen richtigen Begriff von diesen Maskeraden zu bekommen, eine breite Straße und in dieser Straße eine große Prozession, welche von vielen Tausenden begafft wird. An der Spitze der Prozession sieht man einen nackten, blutigen Körper, der mit dem Tod ringt und von einer Schar Männer in langen Talaren auf einer offenen Bahre getragen wird. Auf beiden Seiten der Bahre sowie unmittelbar hinter derselben gehen schöne Knaben in gestickten weißen Dalmatikas mit Flügeln auf dem Rücken und jeder ein Kreuz in den Händen tragend. Sie stellen einen Chor von Engeln dar und singen mit ihren hellen Stimmen ein Konzert, das man im Himmel selbst nicht schöner hören kann. Aber leider wird man in diesem Genusse aufs Widerwärtigste dadurch gestört, dass eine große Schar von hässlichen schwarzen Teufeln mit mächtigen Klauen und Schweifen sich wild tobend um die Englein herumtummelt und dazu heult und flucht, dass es ein Graus ist. Auch schwingen die Teufel angezündete Pechfackeln, und deren stinkender Qualm verdichtet oft die Luft so sehr, dass man auf Augenblicke gar nichts sieht. Doch jetzt kommt erst die Hauptsache, nämlich der Tod auf einem ganz schwarzen Wagen, der von 6 Rappen mit schwarzen Flören gezogen wird. Er ist ganz grässlich anzuschauen, dieser Tod, denn er wird durch ein bleifarbenes Skelett von solch riesigen Dimensionen dargestellt, dass sein Kopf bis über die obersten Fenster der Häuser hinaufreicht. An der rechten Hand hält er eine kolossale Sense, und an der linken schleppt er an einer langen Kette eine ganze Reihe heulender Gespenster nach sich, welches jedes Geschlecht, jedes Lebensalter und jede Klasse der Gesellschaft repräsentieren. Diese grauslichsten und gräulichen Gespenster aber stoßen von Zeit zu Zeit ein klägliches Jammergeschrei aus, und die Verkrümmung ihrer Glieder beweisen die Höllenqualen, welche sie auszustehen haben. Ungehindert übrigens von diesem Geschrei, als wäre er taub und stumm und grimmig die Zähne fletschend, setzt der Tod seinen Weg fort, zum deutlichen Zeichen, dass nichts ihn aufhalten könne, alles Lebendige von der Erde wegzuhauchen und sofort in den Abgrund der Hölle zu spedieren. Deswegen erzielt auch ein auf ihn folgender Chor von büßenden Psalmensingern keinen Erfolg. Dieselben mögen noch so klägliche Weisen herausstöhnen, und somit erreicht die Angst und das Entsetzen der Zuschauer, die keine Errettung von dem ewigen Verderben sehen, den höchsten Grad. Allein, sieh da, jetzt erscheinen die Jesuiten. Sie schauen ernst und feierlich, aber auch zugleich himmlisch freundlich drein, und über ihnen leuchtet, von 4 kräftigen Laienbrüdern getragen, eine prachtvoll strahlende Sonne, und von dieser Sonne geht das Licht der ewigen Seligkeit aus, so dass nun die schwer geängsteten Gemüter wieder leicht aufatmen, da sie wissen, an wen sie sich wegen der Gnadenspendung für die Ewigkeit zu wenden haben. Tja, ist das nicht ein schönes Beispiel der Sonnenanbetung, des Sonnenkults von Babylon? Ja,
eine prachtvoll strahlende Sonne, und von dieser Sonne geht das Licht der ewigen Seligkeit aus. Also, einerseits haben wir die Sonnenanbetung und andererseits haben wir die Träger der Sonne, die Träger des Lichts, den Lichtträger, den Lichtbringer, Luzifer. Satan, hier auf Erden genannt. So groß nun aber auch die Macht war, welche die Jesuiten in Italien erlangten, und so leicht es ihnen gewöhnlich wurde, ihr vorgestecktes Ziel zu erreichen, so kam es doch auch vor, dass sie ein ihnen entgegenstehendes Hindernis kaum zu besiegen vermochten, und derlei Hindernisse gab es seinerzeit in Mailand, Venedig, im Veltlin und in Savoyen. In Mailand dominierte als Erzbischof von 1566 bis 1584 Carlo, Graf von Borromeo, anerkanntermaßen einer der ausgezeichnetsten Männer seiner Zeit, dessen Diözese, solange er lebte und wirkte, allen anderen bischöflichen Sprengeln zum Muster hätte dienen können. Dieser Borromeo nun berief in der Hoffnung, dadurch eine bessere Zucht und Ordnung in die von früher der stark gelockerte Kirchendisziplin zu bringen, die Jesuiten nach Mailand, nahm sofort einen aus ihrer Mitte zum Beichtvater, übergab ihnen darauf ein Seminarium, um eine großartige Erziehungsanstalt darin zu gründen, und überhäufte sie überhaupt so sehr mit Gunstbezeugungen jeder Art, dass er sogar im Begriff stand, ihnen die sämtlichen Besitzungen des verwilderten Humiliatenordens, die er aufheben wollte, zu übergeben. Weil er aber das Reformieren der ausschweifend gewordenen Geistlichkeit nebst dem Mönchtum gar zu eifrig trieb, ward er von den widerspenstigen Kuttenträgern beim Papste verklagt, und zu gleicher Zeit verdächtigte man ihn auch beim spanischen Statthalter von Mailand, denn die Lombardei gehörte damals zur Krone Spanien, als ob er in die königliche Prärogative eingreife. Der Papst wie der Statthalter schritten gegen den, wie es schien, etwas zu eigenmächtigen Erzbischof ein, und alle Welt glaubte, derselbe werde seinen Feinden unterliegen. Auch die Jesuiten, an deren Spitze der Pater Margarini, der Rektor ihres Kollegiums zu Mailand, sich besonders auszeichnete, waren dieser Ansicht und gingen daher nicht nur alsobald mit fliegender Fahne in das Feldlager des spanischen Statthalters über, sondern schmähten auch sofort den Erzbischof, ihren bisherigen Wohltäter, in derselben Kirche, welche sie von ihm zum Geschenk erhalten hatten, auf die verleumderischste und giftigste Weise. Sie hatten sich aber verrechnet, wenn sie meinten, der Graf Borromeo müsse einem anderen Platz machen, denn er schlug alle gegen ihn vorgebrachten Anklagen und Verleumdungen siegreich zurück. Nun zitterten die Elenden, die noch soeben den Mund so voll genommen hatten, und besonders die Söhne Jolas glaubten nicht anders, als dass der Erzbischof sie seinen vollen Grimm fühlen lassen werde. Dieser jedoch, ein Mann der christlichen Liebe, begnügte sich damit, ihnen ihre Kirche nebst Kollegium zu nehmen, und sie zwar allerdings aus der Stadt Mailand, nicht aber auch aus dem übrigen, sehr ausgedehnten Sprengel zu verbannen, also dem Umland oder der Provinz. Es war dies gewiss eine gelinde Strafe für solch Undankbare, als welche sich die Jesuiten erwiesen hatten, und die Letzteren hätten sich daher in Demut bedanken sollen. Das taten sie aber nicht, sondern sie meinten sich vielmehr durch eine List ohne weiteres wieder in die Gunst Borromeos setzen zu können, indem sie alles Vorgefallene nur allein dem Rektor Margarini zur Last legten. Demgemäß missbilligte der damalige Ordensgeneral Claudio Acquaviva das Verfahren Margarinis in einem eigenen Schreiben an den Erzbischof. Demgemäß missbilligte der damalige Ordensgeneral Claudio Acquaviva das Verfahren Margarinis in einem eigenen Schreiben an den Erzbischof, untersagte dem Delinquenten das Predigen auf 2 Jahre und befahl ihm, sich den beleidigten Borromeo demüthaftig zu Füßen zu werfen. Der Rektor gehorchte, wie sich von selbst versteht. Er ist ja ein Jesuit und tut alles, was der General ihm sagt. Allein der Erzbischof nahm deswegen sein Ausweisungsdekret doch nicht zurück
Und kein Neffe oder Nachfolger Graf Federico von Borromeo und sein Neffe und Nachfolger Graf Federico von Borromeo, der von 1595 bis 1631 den erzbischöflichen Stuhl von Mailand innehatte, ging sogar noch viel weiter. Denn mit seinem Regierungsantritt nahm er den Jesuiten die Leitung auch derjenigen Kollegien und Seminarien ab, welche sie außerhalb Mailand in der Lombardei hatten, und verbot jedem, der sich in seinem Sprengel dem Priestertum widmen wollte, bei Strafe der Weihe verlustig zu gehen, in einem Jesuitenkollegium zu studieren. Dabei blieb er, solange er lebte, und erst nach dem Jahre 1631 durften die Söhne Loyolas sich wieder im Mailändischen niederlassen. Noch schlimmer erging es ihnen im Staate Venedig, einer Republik, welche sich in kirchlichen Dingen immer etwas freisinniger zeigte, als der römischen Priesterschaft lieb war. Und allwo daher die Jesuiten sich schon sehr früh niederließen, um durch ihren Einfluss einen Umschwung der Dinge herbeizuführen. Nun gefielen aber dem venezianischen Senate die jesuitischen Machinationen ganz und gar nicht, und er dekretierte also im Jahr 1603 ein Gesetz, nach welchem ohne Bewilligung der Regierung weder neue Kirchen noch neue Klöster erbaut, noch neue Mönchsorden und Gesellschaften eingeführt werden dürften. Das war ein harter Schlag für die Römlinge und insbesondere für die Jesuiten, welche damals eben im Begriff waren, überall im Venezianischen sich häuslich niederzulassen. Allein noch viel härter traf sie die zwei Jahre später promulgierte und offenbar auf sie gemünzte Verordnung, Zitat, dass es fortan keinem Untertan der Republik Venedig erlaubt sein solle, durch Testamente, durch Verkauf oder auf noch andere Weise, ohne Vorwissen des Senats, unbewegliche Güter an die Geistlichen und Ordensleute zu vermachen, zu schenken oder zu veräußern, und zwar bei Strafe des Kerkers, der Verbannung und der Güterkonfiskation. Nun, hier muss ich mal eben einen kleinen Kommentar geben. Wenn hier in Venedig dieses Gesetz erlassen wird, dass es verboten wird, unbewegliche Güter, also wir sprechen hier von Grund und Boden, an die Geistlichen und Ordensleute zu vermachen, zu schenken oder zu veräußern, dann sprechen wir in einen ganz deutlichen Eingriff in, was in der römisch-katholischen Kirche als das Sakrament der letzten Weihe angesehen wird. In diesem Sakrament der letzten Weihe geht es darum, dass ein Sterbender bekommt die letzte Ölung von einem herbeigerufenen Priester. Und er bekommt diese letzte Ölung oder Salbung, und der Priester nimmt natürlich dem Sterbenden nochmal zum wohl letzten Male, weil er stirbt ja, die Beichte ab. Und er kann denjenigen erlösen und tut das natürlich, indem er sagt von ja, aber das kostet dich was. Die römisch-katholische Kirche ist durch Schenkungen, die auf dem Todesbett gemacht wurden, aufgrund der letzten Ölung, wie man das ja nennt, dadurch ist die römisch-katholische Kirche immens reich geworden. Sie bekommen Ländereien geschenkt, sie bekommen Gebäude geschenkt, sie bekommen Pferde, Rinder, alle möglichen Sorten, also Reichtümer geschenkt, Geld geschenkt, ja? Häuser, Schlösser, Kapellen, Kirchen, alles wurde ihnen vermacht, weil die Leute auf dem Sterbebett natürlich die Sicherheit haben wollten, in den Himmel zu kommen und nicht in das Fegefeuer zu müssen. Und dadurch haben die Beichtväter und die Väter, die die letzte Ölung ausgeführt haben, diesen Leuten natürlich gesagt von, gut, das und das und das, aber du musst uns in deinem Testament berücksichtigen. Und das erzähle ich nicht nur mal eben so, das kann man alles auch gerne nachlesen. Unter anderem zum Beispiel wird sowas sehr gut ausgeführt in Ralph Woodrows Buch Die Babylon Mystery Religion, das werde ich ja auch noch in Deutsch lesen. In Englisch findet ihr die Spielliste auf meinem Kanal, könnt euch das anschauen. Das kommt aber auch vor in David Hunts Buch
Die Frau und das Tier. Ich möchte euch das mal eben zeigen. Ich müsste das eigentlich hier, weiß nicht, ob ich das jetzt unter Hand finde. Ich habe das hier auf dem Computer. Ja, hier ist das. In Englisch ist das hier A Woman Rides the Beast, ja? The Roman Catholic Church and the Last Days von Dave Hunt. Und in Deutsch ist das Buch auch verfügbar und dann heißt es Die Frau und das Tier. Ja, das seht ihr hier. Das ist also der Umschlag von diesem Buch von Dave Hunt. Und Dave Hunt behandelt diesen Umstand der letzten Ölung und des Reichtums der römisch-katholischen Kirche durch das Erschleichen von Grundstücken, Gebäuden und all diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Das erläutert Dave Hunt in seinem Buch sehr detailliert. Das ist nur ein Beispiel. Ihr könnt das auch gerne noch woanders nachsuchen. Die römisch-katholische Kirche an sich hat dadurch im Grunde ihren Reichtum mit aufgebaut. Zum großen Teil. Und wenn jetzt hier in Venedig durch Gesetz, durch den Senat, ohne Vorwissen des Senats, es verboten wird, unbewegliche Güter an die Geistlichen und Ordensleute zu vermachen, zu schenken oder zu veräußern, und zwar bei Strafe des Kerkers, der Verbannung und der Güterkonfiskation, ja, dann ist das natürlich ein ganz großer Eingriff in den Reichtum der römisch-katholischen Kirche und natürlich auch ganz sicher der Jesuiten, die ja hauptsächlich dafür da waren, den Leuten eben auch, wenn sie es wussten, die letzte Ölung zu geben. Wie der Autor jetzt vorfährt, er sagt, das war eine offenbare Kriegserklärung gegen die Sozietät Jesu und so nahm Claudio Acquaviva, ihr General, die Sache auch auf. Er eilte also mit seinem Freunde, dem Kardinal Bellarmin, ja, das ist der Kardinal Bellarmin, der die Befreiungstheologie in die Welt gesetzt hat, die an der Basis liegt der Gründung der Vereinigten Staaten später, aber das ist eine andere Geschichte. Also, Acquaviva, der General der Jesuiten, eilte also mit seinem Freunde Kardinal Bellarmin zum Papst Antichrist Paul V., und brachte diesen so in Harnisch, dass sofort ein Breve, also ein Brief, eine Bulle, an den Senat zu Venedig erlassen wurde, in welchem der Papst unbedingte Aufhebung der beiden Gesetze von 1603 und 1605 verlangte. Der Senat berief sich auf sein Recht, allein Antichrist Paul V. hörte in seiner Hitze auf keine Vernunftgründe und belegte anno 1606 die Republik Venedig ohne weiteres mit dem Interdikte. So, das heißt, der Papst hat die ganze Republik Venedig unter den Kirchenbann gestellt. Eine Region, eine Provinz, ein Königreich, ein Fürstentum, ein Land, wie auch immer, unter den Kirchenbann zu stellen, heißt, es ist ab sofort nicht mehr möglich, Taufe durchzuführen, heiraten kann man nicht mehr, kirchlich begraben kann man nicht mehr, es wird keine Messe mehr geben mit keiner Eucharistie. Die ganzen Sakramente der römisch-katholischen Kirche werden den Leuten vorenthalten. Nun, die Leute sterben aber weiterhin, aber sie können nicht mehr christlich begraben werden. Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn einem Land der Interdikt so aufgelegt wird, was die Bevölkerung dann macht? Die Bevölkerung lehnt sich dann natürlich gegen den Herrscher auf, weil der ist ja dafür verantwortlich, dass dieses Interdikt kam. Und die Leute meinen auf einmal, jetzt würde ihnen ihre Seligkeit, ihr ewiges Leben, würde ihnen genommen werden. Ja, sie glauben natürlich alle der Lüge der römischen Katholiken in diesem Fall, dass durch den Kirchenbann eben diese Dinge alle nicht mehr möglich sind. Ja? Und die Leute können halt ihrer Religion nicht mehr frönen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Papst belegt also hier die ganze Republik Venedig diesen Interdikte. Er hat dasselbe probiert mit England. Er hat dasselbe gemacht mit Deutschland, damals unter Heinrich IV. Und das hat dann geführt zu dem Gang nach Canossa. Könnt ihr ja auch mal gerne studieren. Da ging es um genau dasselbe. Und natürlich kriegt der Herrscher dann die ganze Wut seines Volkes zu spüren, da er dafür gesorgt hat, dass dieses Interdikt ausgesprochen wurde. Also, Paul V. hörte in seiner Hitze auf keine Vernunftgründe
und belegte anno 1606 die Republik Venedig ohne weiteres mit dem Interdikte, hoffend, dass nun, weil alle Kirchen sofort hätten geschlossen werden und aller Gottesdienst aufhören sollen, ein allgemeiner Volksaufstand gegen den Senat losbrechen werde. Ich habe euch ja gerade eben erklärt, was das alles beinhaltet, und Theodor Griesinger ergibt uns ja auch eine Erklärung hier. Damit verstehen wir wohl, was mit dem Interdikte einhergeht. Der venezianische Senat nämlich nahm den hingeworfenen Handschuh furchtlos auf und verbot nicht nur die Bekanntmachung der päpstlichen Bannbulle, sondern befahl auch der sämtlichen Klerikei entweder den Gottesdienst wie bisher fortzusetzen, also den ganzen Klerus, entweder den Gottesdienst wie bisher fortzusetzen oder aber augenblicklich aus dem Gebiet der Republik zu scheiden. Alle Geistlichen und die sämtlichen Mönchsorden gehorchten, nur die Jesuiten weigerten sich dessen. Sie meinten, weil ihr Einfluss bisher so groß gewesen sei, durch Trotz zu siegen. Doch der Senat blieb fest und erklärte ihnen, dass sie das Venezianische, wenn sie eine gewaltsame Entfernung vermeiden wollten, augenblicklich zu verlassen hätten. Jetzt blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen, und sie zogen auch sofort mit den Kapuzinern, welche sie noch vor Toreschluss auf ihre Seite zu bringen wussten, in großer Prozession mit Voraustragung eines großen Kruzifixes ab. Ihre Erwartung aber, dass die Feierlichkeit dieses Auszugs aus Ägypten, um hier jetzt einen Vergleich zu machen zu den Israeliten, die aus Ägypten zogen, die niederen Massen fanatisieren und wenigstens in einen kleinen Auflauf hervorbringen werde, schlug ebenso fehl als früher die Hoffnung des Papstes, denn das Volk, so massenhaft es auch herbeiströmte, um das Spektakel mit anzusehen, regte nicht nur keine Hand für sie, sondern rief ihnen sogar noch Verwünschungen nach. Nach ihrem Abzug konfiszierte der Senat ihre Häuser und machte man ganz sonderbare Entdeckungen. Sie hatten nämlich außer ihren Reichtümern an Gold und Silber zwar allerdings auch den größten Teil ihrer Bücher und schriftlichen Sachen in aller Eile zu dem spanischen Gesandten sowie zu einigen anderen geheimen Freunden geflüchtet. Allein man fand der Briefe doch noch übrig genug, um daraus zu ersehen, wie sie den zeitlichen Dingen sich viel mehr gewidmet hatten als den himmlischen, und namentlich steigerte sich der Verdacht, dass sie es mit dem spanischen Hofe, der schon längst nach dem Besitze Venedigs strebte, gehalten hätten, zur Gewissheit. Überdem wurde es nun vielen der Herren Senatoren klar, warum der Orden die wohlgestaltesten unter seinen Mitgliedern gerade nach Venedig gesandt habe, denn manche der zurückgebliebenen Episteln, also Schreiben, rührte von weiblicher Hand her, und ihr Inhalt zeugte nicht gerade für die Unschuld der venezianischen Hausfrauen. Dazu kam dann noch, dass die Vertriebenen, um ihrem Zorne Luft zu machen, in Bologna, Ferrara, Mantua, Bari, Palermo und anderen Orten aufs Heftigste über die Republik predigten, dass sie an den Höfen zu Madrid und Prag allem aufboten und den König Philipp III. Von Spanien und den Kaiser Rudolf II., den römischen Kaiser zu dem Augenblick, zum Krieg gegen Venedig aufzustacheln, sowie endlich, dass sie verkleidet ins Venezianische eindrangen und überall es versuchten, Meutereien gegen die Regierung zu erregen. Nun, das, was wir hier jetzt gerade eben lesen, es überall versuchten, Meutereien gegen die Regierung zu erregen, ist ein Vorläufer der Boston Tea Party. Ihr erinnert euch sicher noch, in Herrscher des Bösen hatten wir davon gelesen, um die Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie sich von England lossagen mussten, wurde ja diese Steuer auf Tee erhoben, und dann kam es zu dem Boston Tea Party Skandal, wo im Grunde, was man
aufgrund von Tapas Sources und anderen Menschenrecherchen weiß, dass damals es verkleidete Freimaurer waren, die im Wert von Tausenden und Abertausenden von Dollars damals Tee in das Bostoner Hafenbecken geschmissen hatten, dass das eben auch eine Aktion war von Freimaurern, die, so wir wissen natürlich, von Jesuiten geleitet werden. Genau dasselbe, weil da wollten sie ja auch einen Aufstand gegen die englische Regierung in den Kolonien damit bezwecken, haben sie es hier versucht, Meutereien gegen die Regierung zu erregen. Und wir sehen, dass also das Boston Tea Party Beispiel hier bereits einen Vorgänger hat, wie wir hier sehen. Oder wir sehen, welche Vorgänger die Boston Tea Party hatte, wie man auch die Geschichte hier will lesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, also Boston Tea Party war eine Sache, die passiert ist, aber wo es schon einen Vorläufer, mindestens einen Vorläufer gab, wie wir hier aus dem Venezianischen gerade eben lesen. Nun, kurz, sagt der Autor, es stellte sich bis zur unwiderleglichsten Evidenz heraus, also Beweis heraus, dass die Jesuiten höchst gefährliche Feinde der Republik Venedig seien, und somit fasste der Senat unterm 14. Juli 1606 einstimmig den Beschluss, sie für immer und ewig aus dem Venezianischen zu verbannen. Ja, nicht genug an dem, sondern es wurde noch der ebenfalls einstimmige Beisatz gemacht, dass die Regierung niemals Vorschläge zu ihrer Wiederaufnahme auch nur anhören dürfe. Außer, wenn von den 180 Senatoren 5/6, also 5/6, dafür stimmten. Und überdem wurde jeder Mann in den venezianischen Staaten, wes Standes oder Geschlechts er auch sein möge, bei schwerer Geldstrafe, Verbannung oder Galeere, also Galeerenstrafe, verboten, einen Briefwechsel oder sonstigen Verkehr mit den Söhnen Loyolas zu unterhalten. Dabei blieb es auch, trotzdem der Papst sich schon kurze Zeit darauf anbot, das Interdikt aufzuheben, sobald die Jesuiten wieder zugelassen würden. Ich muss doch eben einen kleinen Kommentar geben. Wir haben hier gerade eben gelesen, dass die Regierung niemals Vorschläge zu ihrer Wiederaufnahme auch nur anhören dürfe. Wir erinnern uns, dass die Jesuiten in 1773 durch Papst Clement XIV. Verboten wurden, weltweit, mit einer päpstlichen Breve oder einer päpstlichen Bulle. Eine Bulle kann man nicht wieder aufheben. Und trotzdem wurden in 1814 unter Antichrist Papst Pius VII. Die Jesuiten wieder zugelassen. Also, heutzutage herrschen die Jesuiten ja in Venedig auch wieder. Ne? Was sind dann solche Aussagen wert? Nach dem Motto, wie wir hier lesen können, dass die Regierung niemals Vorschläge zu ihrer Wiederaufnahme auch nur anhören dürfe. Das ist alles nur ein Trost auf eine bestimmte und in diesem Fall nicht allzu lange Zeit. Muss man ja auch mal leider so sehen. Im Gegenteil verwarf der Senat letztere Bedingung durchweg. Und am Ende sah sich Paul V. von Frankreich, dem Verbündeten Venedigs, gedrängt und von Spaniens König, dem Freunde der Jesuiten, im Stich gelassen, in die Notwendigkeit versetzt, mit Venedig unter Aufopferung der Söhne Loyolas Frieden zu schließen. Nun verfluchten es letztere auf andere Weise und boten anno 1612 dem venezianischen Senat unter der Hand für die Zurücknahme des Verbannungsdekrets für die jene Zeit ungeheure Summe von 5 × 100.000 Dukaten. Allein die Nobilis benahmen sich als wirkliche Edle und wiesen den Bestechungsversuch mit Verachtung zurück. Ganz dasselbe Los, das ihnen im Venezianischen zuteil wurde, hatten sie schon früher in Veltlin, in einem Teile Graubündens, erfahren. Dort nämlich brachten sie anno 1560 einen sehr reichen und sehr angesehenen, aber zugleich altersschwachen und beinahe kindischen Greis namens Anton Quadrius, der in Ponte, dem Hauptflecken des Ländchens, seinen Wohnsitz hatte, so weit, dass er ihnen sein ganzes Vermögen vermachte
Hallo, dass er ihnen sein ganzes Vermögen vermachte, was hatte ich gesagt über die letzte Erhöhung, ja, um damit ein Kollegium zu gründen. Hier war es nun nicht die letzte Erhöhung, aber sonstige Erpressung wahrscheinlich über die Beichtväter. Allein dessen rechtmäßige Erben wurden sofort beim Landeshauptmann klagbar und dieser befahl den Schwarzröcken, sowohl Ponte als das ganze Veltlin zu räumen. Veltlin, das liegt ja heute in der Schweiz, ne? Wissen wir ja. Das ist ja nicht weit weg vom Genfer See und von dem Mont Blanc. Bin ich auch mal ein paar Tage gewesen im Veltlin. Schöne Weingegend übrigens, aber das ist ja heute ist das Schweiz. Damals war das wohl auch Schweiz, weiß ich nicht. Jedenfalls können wir uns ungefähr vorstellen, wo das jetzt ist. Nun wandten sich die Jesuiten an den Bundestag von Graubünden, also in der Schweiz, der im Jahre 1561 in Chur zusammentrat und brachten es zugleich so weit, dass die mächtigsten Kronenträger der katholischen Christenheit sich brieflich für sie verwandten. Doch die Graubündner als freie Republikaner gaben nicht viel auf die Ratschläge gekrönter Häupter und fassten nach genauer Prüfung sofort in öffentlicher Sitzung den einstimmigen Beschluss, dass die Jesuiten, Zitat, als Feinde des Evangeliums und unruhige Köpfe, sowie auch als Priester, die mehr dazu geeignet seien, die Jugend zu verderben, als solche zu unterrichten, Ende Zitat, das Territorium von Graubünden für immer zu meiden hätten. Ganz auf dieselbe Weise erklärten sich auch 50 Jahre später, anno 1610, die Nachbarn der Graubünder, die Walliser, und somit schlugen die Versuche der Jesuiten, über Wallis ins Veltlin einzudringen, ebenfalls fehl. Ach, das ist das Wallis, was da in der Gegend liegt. Jetzt war ich verkehrt. Ich war im Wallis damals, nicht in Veltlin. Also Wallis liegt in der Gegend von dem Mont Blanc und dem Genfer See. Entschuldigung, da habe ich mich wohl gerade eben ein wenig geirrt. Jedenfalls doch interessant, um das hier jetzt gerade eben mal zu lesen. 50 Jahre später, die Nachbarn der Graubündner, die Walliser, und somit schlugen die Versuche der Jesuiten, übers Wallis ins Veltlin einzudringen, ebenfalls fehl. Umso wütender aber wurden diese Letzteren, also die Jesuiten, über den Mann, durch dessen Beredsamkeit solches Resultat hauptsächlich zustande kam, nämlich den Bartholomä Allet, einen höchst angesehenen Bürger von Leuk. Derselbe schon das Jahr darauf unter den deutlichsten Symptomen der Vergiftung starb, so ward allgemein angenommen, dass ihm dieses Gift von niemandem gereicht worden sei, als von einem verkleideten Loyalisten. Da kann man von ausgehen, denn wir wissen ja, dass die Loyalisten, die Jesuiten, die Meister des Gifts sind. Ganz anders als in den bisher genannten Teilen Italiens traten die Jesuiten in Savoyen auf. Hierher nämlich hatten sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht wenige Protestanten aus anderen Ländern, in welchen man sie ihres Glaubens wegen verfolgte, zurückgezogen, indem sie hofften, dass sie in diesen tiefen, stillen Alpentälern, die sozusagen ganz von der übrigen Welt abgeschnitten waren, ungestört und unbeirrt würden leben können. An sie schlossen sich jene Reste der Waldenser an, welche schon seit ein paar Jahrhunderten ihre Heimat hier und in dem nahen Piemont hatten, und die Folge war, dass sich die Letzteren, also die Waldenser, in deren Glauben ohnehin schon viel Protestantisches lag, vollends ganz zur reformierten Kirche bekannten. Das war aber natürlich nicht nach dem Geschmack der katholischen Priesterschaft, und der damalige Herzog Philibert Emanuel wurde daher aufs Eindringendste angegangen, solchen Umsichgreifen der Ketzerei in dem sonst durchaus katholischen Lande mit Gewalt entgegenzutreten. Insonderlich schroff trat der Dominikaner Thomas Giacomello auf, und derselbe ließ nicht nach, als bis zum abschreckenden Beispiel eine Anzahl Reformierter verbrannt oder auf die Galeere geschmiedet waren. Doch nun drohten die Protestanten in ihrer großen Mehrheit zu den Waffen zu greifen, und um solchem vorzubeugen, wandte sich der Herzog an den Papst
Antichrist Pius IV., um ihn zu fragen, ob nicht dem ganzen Streite am besten durch ein Religionsgespräch geholfen würde. »Nein«, erwiderte der Papst, dessen Sache durch öffentlich-religiöse Disputation noch nie etwas gewonnen hatte. »Nein, ein Religionsgespräch dürfe nicht stattfinden, sondern er werde Theologen senden, um die Unwissenden im wahren Glauben zu unterrichten. Übrigens«, fügte er am Schluss seines noch vorhandenen Schreibens hinzu, »wisse man kein Beispiel, dass je etwas mit Gelindigkeit sei ausgerichtet worden. Wohl aber habe die Erfahrung bestätigt, dass das beste Belehrungsmittel in den Händen der Justiz und, wenn diese zu schwach sei, im Zwang liege.« Ende Zitat. Und wer waren nun die Theologen, welche Antichrist Pius IV. Nach Savoy abordneten? Ei, er selbst sandte keine, sondern er beauftragte den Jesuitengeneral Laynez mit der Sache. Und dieser ließ sofort den durch diese Mission so berüchtigt gewordenen Pater Anton Poissevin an den herzoglichen Hof abgehen, um mit Philibert Emanuel wegen Errichtung von einigen jesuitischen Kollegien zu unterhandeln. Das war aber nur der eine Teil seiner Aufgabe, und der andere, viel wichtigere, bestand darin, den Beherrscher Savoyens dazu zu bewegen, dass er dem Ketzertum in seinen Landen durch Vertilgung der Ketzer für immer und ewig ein gründliches Ende mache. Poissevin fand sich in dem Herzog bald zurecht und verstand den durch die lange Zeit, die er als General Karls V. und Philipps II. Im Feld zugebracht, sehr herrisch gewordenen und namentlich auch ziemlich verwilderten Fürsten so ausgezeichnet zu behandeln, dass derselbe, obwohl ohne sich dessen bewusst zu sein, alles tat, was der Jesuit haben wollte. Vor allem drang letzterer damit durch, dass Philibert Emanuel die Errichtung von zwei Kollegien gestattete. Poissevin hielt dies für unumgänglich notwendig, um noch eine beliebige Anzahl von Genossen ins Land rufen zu können, und den Einwand des Herzogs, dass seine Staaten zu arm seien, um zugunsten der Gesellschaft Jesu Stiftungen machen zu können, beseitigte er dadurch, dass er erklärte, seine Sozietät begnüge sich mit den Gütern, welche man den Ketzern konfiszieren werde. Nun aber die Jesuitenpaters förmlich in Savoyen installiert waren, gingen sie daran, ihr Versprechen der Ketzerbekehrung in Ausführung zu bringen, und in der Tat, eine ganz eigentümliche Art der Bekehrung war es, die sie in Anwendung brachten. Pater Poissevin nämlich und seine Mitpatres durchstrichen in einfacher bürgerlicher Kleidung das ganze Land und drangen namentlich in alle abgelegenen Gebirgstäler ein, in denen sie reformierte Gemeinden witterten. Hatten sie aber eine solche aufgefunden, so hüteten sie sich wohl, sich den Leuten zu erkennen zu geben, oder gar durchs Predigen des römisch-katholischen Glaubens einen Bekehrungsversuch mit ihnen aufzustellen. Nein, sie kehrten vielmehr in ihre Standardquartiere zurück, um sich einen Zugkurs von einigen tausend Mann Soldaten zu holen. Entschuldigung. Und wenn sie dann mit diesen wieder in die einsamen Gebirgstäler retournierten, dann, ja, dann gnade Gott den armen Reformierten. Ich kann euch erzählen, ich habe mal in einem Buch, Englisch natürlich, und ich weiß nicht mehr welches, ich glaube, das war die Geschichte der Waldenser von James Edgar Wiley, zusammen mit Jesse Wessel gelesen, wie die Katholiken damals sich da eingeschlichen haben, teilweise von den Waldensern in ihren Dörfern als Gäste aufgenommen waren, und dann ein geheimes Zeichen verabredet hatten, und in einer bestimmten Nacht haben sie sich gegen ihre Gastherren gekehrt. Sie haben den Männern die Kehle durchgeschnitten, sie haben den Frauen die Bäuche aufgeschlitzt, sie haben die Kinder alle ermordet. Es blieben in diesen Dörfern, blieb keine einzige Seele von bibelgläubigen Christen mehr am Leben. Eine unglaubliche Geschichtsstunde habe ich damals gehabt durch das Lesen davon. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber ich glaube, es war
Geschichte der Reformation von James Edgar Wiley oder Geschichte der Waldenser von James Edgar Wiley. Aber unglaublich. Und das, was wir hier lesen, ist jetzt im Grunde eine oberflächliche Bestätigung dessen, was ich gerade gesagt hatte im Grunde. Hier wird jetzt nicht in die Details eingegangen, wie das stattgefunden hat. Man muss diesen psychologischen Krieg verstehen, der dahinter steckt, wenn diese Soldaten, die sie ja waren, sich da eingeschlichen hatten in den Familien und die Gastfreundschaft auf die Art und Weise dann missbraucht haben, dass sie ihre Gastherren dann hinterher, ja, ganz einfach umgebracht haben. Na? Aber das fand ich nochmal ganz interessant, das wollte ich euch nochmal eben mitteilen. Auch wenn wir hier jetzt nicht in die Details eingehen, aber trotzdem, ich möchte das eben nochmal lesen. Hatten sie aber eine solche aufgefunden, so hüteten sie sich wohl, also eine reformierte Gemeinde, so hüteten sie sich wohl, sich den Leuten zu erkennen zu geben oder gar durchs Predigen des römisch-katholischen Glaubens einen Bekehrungsversuch mit ihnen anzustellen. Nein, sie kehrten vielmehr in ihre Standquartiere zurück, um sich einen Sukkus, also einen Zulauf von einigen tausend Mann Soldaten zu holen, und wenn sie dann mit diesen wieder in die gemeinsamen Gebirgszähler retournierten, dann, ja, dann gnade Gott den armen Reformierten. Doch wie kamen sie zu den Soldaten? Ja, das ist dieselbe Art und Weise, wie sie zu den Soldaten kamen in der Zeit der Kreuzzüge. Die Gefängnisse öffnen und den Leuten Vergebung ihrer Sünden versprechen, wenn sie für den Papst kämpfen, und wenn sie dann zurückkommen, dann kriegen sie noch Ländereien und alles drum und dran. Aber gut, lesen wir mal, was Griesinger zu sagen hat. Wie kamen sie zu den Soldaten? Auf die einfachste Weise von der Welt. Denn nachdem Possevins Beredsamkeit dem Herzog, wie zum Voraus beabsichtigt war, davon überzeugt hatte, dass ein katholischer Fürst seine eigene Ehre besudele, wenn er eine Horde von elenden Ketzern in seinen Landen dulde, sowie dass die einzige wirksame Bekehrung in der Anwendung von Gewalt liege, verstand es sich gewissermaßen von selbst, dass von demselben eine größere Truppenmacht angeworben wurde, um die Bemühungen der Jesuiten zu unterstützen. Auch ließ sich Philibert Emanuel umso gerner dazu herbei, als der Papst ihm einen bedeutenden Geldbeitrag zur Unterhaltung dieser seinen Glaubensarmee bewilligte. Und über dem musste der Fürst seines Charakters nicht glauben, im vollkommensten Rechte zu sein, wenn er Untertanen, die seiner Aufforderung, den Glauben des Landesherrn öffentlich zu bekennen, nicht nachkamen, als Rebellen und Aufrührer züchtigte? Ha, genau also. Die Ketzer wurden unter Aufführung der Jesuiten von Soldaten zu Paaren getrieben, und es kam infolgedessen eine Zeit des Elends und des Jammers über die Savoyard, welche näher zu beschreiben die Feder sich sträubt. Ja, ich weiß, ich habe die Zeugnisse gelesen von einer Feder, die sich nicht gesträubt hat. Das ist grauenvoll. So überfiel zum Beispiel der Autor Fort Possevin an der Spitze von 2000 Mann den Flecken Saint-Germain im Tal der Peruse, und es ließ die sämtliche männliche Einwohnerschaft, trotzdem sie sich nicht zur Wehre setzte, die Spitze des Schwertes kosten. Die zwei reformierten Geistlichen aber, die man dort fand, wurden bei einem langsamen Feuer gebraten, zu welchem die Weiber und Mädchen durch Lanzenstiche angetrieben das Holz herbeitragen mussten. Und wir müssen das eben mal richtig verstehen, wenn hier steht, die wurden bei langsamem Feuer gebraten, dann müssen wir darunter das bitte so verstehen, wie es wirklich passiert ist, lebendig gebraten. Ganz das gleiche Schicksal hatten noch viele Dutzende von reformierten Gemeinden, und allüberall, selbst in den abgelegensten Gehöften, wütete das Schwert oder loderten die Scheiterhaufen. Da endlich, als sie sahen, dass es auf nichts anderes als ihre Vernichtung abgesehen sei, erhoben sich die Reformierten, zumal in allen Teilen des Landes, und einmütig zu den Waffen greifend, leisteten sie den Glaubenssoldaten einen tapferen Widerstand.
Bald erfochten sie sogar kleine Siege, und da es ihnen ein leichtes war, sich in ihren Talschluchten fest zu verschanzen, so fingen die savoyanischen Truppen nach und nach an, in ihren Angriffen zu erlahmen. Nun ergriff Possevin, der ganz wütend darüber wurde, dass ihm der Sieg, dessen er schon gewiss zu sein glaubte, schließlich noch aus den Händen gewunden werden solle, zur List und bot den Ketzern im Namen des Herzogs freie Religionsübung an, sobald sie die Waffen niederlegten und 16.000 Goldtaler Sühngeld zahlen würden. Die Reformierten gingen darauf ein und der Vertrag wurde unterzeichnet. Allein, sowie das Geld gezahlt und die Waffen abgeliefert waren, lachte man den armen Getäuschten ins Gesicht und die Jesuiten begannen ihre blutigen Bekehrungen von neuem. Abermals drangen sie an der Spitze von rohen Soldatenhaufen in die Gebirgstäler ein, abermals wüteten sie mit Lanze und Schwert und abermals wurden alle ketzerischen Geistlichen sowie überhaupt die angeseheneren und reicheren unter dem armen Volke dem Scheiterhaufen überliefert. Nun jedoch erwachte der Grimm, der so niederträchtig Betrogene, mit furchtbarer Gewalt, und nachdem sie sich von neuem Waffen verschafft, brachten sie in der herzoglichen Armee im Mai des Jahres 1561 eine so entscheidende Niederlage bei, dass Philibert Emanuel mit Notwendigkeit an den Frieden denken musste. Seine Finanzen waren erschöpft, denn die nun seit 2 Jahren auf den Beinen gehaltene Armee kostete schwer Geld und der Papst hatte längst aufgehört, Barzuschüsse zu machen. Mit welchen Mitteln sollte er also, nachdem seine Truppen aufgerieben worden, ein neues Heer anwerben? Überdem musste es ihm nicht längst klar geworden sein, dass er, wenn er die Ketzer seiner Lande bekriegte, seine eigenen Untertanen erschlug und dass er, wenn er die Jesuiten bei den konfiszierten Gütern der Erschlagenen bereicherte, seine eigenen Staaten der Verarmung preisgab? Nein, des Bluts war nun genug geflossen und des Jammers mehr als genug verbreitet. Darum entließ Philibert Emanuel sofort Pater Possevin nebst seinen Genossen und schloss am 5. Juni 1561 mit seinen protestantischen Untertanen einen Vergleich ab, worin er ihnen die freie Ausübung ihrer Religion nebst der teilweisen Zurückgabe ihres konfizierten Eigentums zusagte, während sie dagegen versprachen, in allen ihren Gemeinden auch die römisch-katholische Religion zu dulden, doch so, dass nie und nimmer irgendwer von ihnen mit Gewalt zur Annahme dieses Kultus gezwungen werden dürfte. Von da an hatte das Land Frieden und die Bürger lebten wieder in Eintracht miteinander, aber freilich nur so lange, bis 100 Jahre später, zu den Zeiten Ludwigs des 14., wie wir später sehen werden, die Jesuiten abermals kamen und die Zeiten des eben geschilderten Elends wiederkehren machten. Da geht es um das Entziehen des Edikts von Nantes, von dem ich ja auch früher schon gesprochen habe, und das werden wir wohl in einem späteren Teil dieses Buches uns zu Gemüte führen können und darüber lesen können. Der Edikt von Nantes wurde durch Ludwig den 14. zurückgezogen, weil Ludwig der 14. unter der Fuchtel von seinem Beichtvater den Jesuiten La Chaise stand. Da habe ich in der Vergangenheit drüber gesprochen und da werden wir in der Zukunft wohl auch in diesem Buch drüber lesen. Bis hierhin, da möchte ich es für heute mit dieser Lesung für euch belassen. Es war ein sehr interessantes Kapitel und glaubt's oder glaubt's nicht, ich habe kein einziges Wort davon vorher gelesen. War für mich auch das erste Mal, es zu lesen. Und natürlich, die Geschichte an sich war mir nicht völlig unbekannt. Ich habe hier und da schon mal Dinge davon gelesen gehabt, aber in diesen Details, dass das in Florenz so war und in Venedig so war und in
Mailand und so war. Das war mir auch neu, das habe ich heute auch neu damit beigelernt. Aber da sieht man mal wieder, wie verlogen die Jesuiten sind. Sie versprechen den Leuten einen Friedensvertrag, wenn sie eine gewisse Summe zahlen, ihre Waffen niederlegen. Die Leute in dem guten Glauben natürlich, ein Vertrag ist ein Vertrag, machen das und sie werden weiter verfolgt und abgemetzelt und niedergemetzelt und getötet und gefoltert. Warum? Weil sie das Wort des lebendigen Gottes verkündet haben. Weil sie der Bibel gefolgt sind. Weil sie Jesus Christus gefolgt sind. Deswegen wurden sie verfolgt. Und wer glaubt, dass das in Italien schlimm war, was wir gerade eben gelesen haben, der muss sich warm anziehen in meinen zukünftigen Lesungen. Nicht allein von diesem Buch, sondern auch von dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Hierbei möchte ich es dann für heute Sabbatabend belassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe und bete für euch, dass der Herr euch beschützen und segnen möge auf all euren Wegen. Ich freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video und bis zum nächsten Mal. Maranatha.